Man muss ja in der IT-Welt auch mal was Positives sagen. Also ich habe deswegen jetzt mal ein Review über das Thema Webhosting. Also ich habe schon etliche Webhoster in meinen, glaube ich, jahrzehntelangen Experiences als Webdesigner durchgetestet. War ich schon mal bei Domain Factory. Nachdem ich jetzt etliche Webhoster durch habe, die letzten, insbesondere die letzten 3 Jahre, wieder viel rumexperimentiert, viele Erfahrungen gesammelt, bin ich wieder zu Domain Factory zurück. Also ich glaube, dass die Jungs, die Damen und Herrschaften, also wenn die was auf ihrer Webseite ändern, an ihrem ganzen Bestellsystem, ich glaube, die testen das durch. Ist so mein. Die testen das soweit gut durch, dass das auch alles gut funktioniert. Ich hatte nur beim Bestellen des Paketes hatte ich ein paar Fehlermeldungen beim Einloggen. Das hat aber, glaube ich, damit zu tun, dass das intern das Backend irgendwelche Zugriffsrechte dann freischaltet. Und ich sah dann bei mir beim Login, nachdem das dann in Bearbeitung war oder freigegeben wurde, man bekommt dann die E-Mail, jetzt ist Ihr Account zugänglich. Da kamen bei mir noch einige Fehlermeldungen. So in ihrem Backend, ich glaube, da wird in ihrem Backend so ein paar, das hat wohl mit ihrer Buchhaltung zu tun, die erstmal so ein bisschen checken, irgendwie, was ist das für ein Kunde. Und da werden dann in ihrem Backend einige Zugriffsrechte freigegeben, ne, damit man dann auf die Weboberfläche zugreifen kann. Das war ein bisschen buggy, hat aber, glaube ich, nur 5 bis 10 Sekunden gedauert, dann haben sie es sofort gecheckt. Ich habe mal dieses, also die haben so Hosting-Pakete, Bereich Hosting, Web-Hosting. Ich habe jetzt mal dieses Professional-Paket mir bestellt und eingerichtet. Oh, Entschuldigung. Und also das gesamte Bestellprozedere hat ziemlich gut funktioniert, bis auf diese paar Bugs bei der Freischaltung. Aber ansonsten, also man sieht wirklich live, wie der Vorgang bearbeitet wird. Man bekommt eine SMS auf sein Handy mit einem Freischaltcode. Und das hat wirklich, muss ich sagen, gut funktioniert. Und der Überraschungseffekt kommt ja dann immer, ne? Also kennt man ja von einigen anderen Webhostern, wenn man dann aufs User Interface zugreift, dann merkt man schnell, oh, man muss jetzt lange suchen, um irgendwas zu finden. Und das, was man gerade braucht, irgendwie gerade so im IT-Techie-Bereich, weiß man dann nicht so richtig, wie man da hinkommt über das User Interface. Also ich habe mal das User Interface abgecheckt von Domain Factory. Das ist sauber, ordentlich, übersichtlich. Da oben steht die Kundennummer, eine Auftragsnummer, Domain-Einstellungen, alles was zu Domain gehört, Name-Server-Einstellungen, SSL-Zertifikate, dann der Bereich E-Mail, wo man seine E-Mail-Adressen anlegen kann. Man muss jetzt auch nicht für jede E-Mail-Adresse 3 € extra zahlen, wie bei Jonas, das ist wirklich jeden Monat für einen E-Mail-Account, den man da einrichtet, extra zahlen. Das ist ein bisschen blöd, das Konzept, wenn das Paket dann Professional heißt. Das heißt jetzt auch Professional. Deswegen wollte ich das jetzt mal im Vergleich zu Jonas mal durchtesten. Was heißt bei dem einen Professional, was bei dem anderen Professional? Also das Web-Interface für den Login-Kundenmenübereich ist sehr übersichtlich. Webspace, FTP-Accounts, SSH-Accounts. FTP-Accounts sind übrigens bei denen, die verstehen beides. FTP, SFTP,
FTPS, ne? Mit SSL, DLS. Also die Protokolle werden unterstützt, insbesondere SFTP. Ne? Muss man nicht lange rumtüfteln. Wie gesagt, da kann man unterschiedliche Accounts anlegen für unterschiedliche Webpräsenzen. Dateimanager, WebFTP, SQL-Datenbanken, PAP-Einstellungen, auch sehr bequem hier über die unterschiedlichen PHP-Versionen. Also es macht irgendwie Cronjobs, Verzeichnisse, Quotas. Das habe ich jetzt nicht durchgetestet. Aber es gibt, das ist wirklich ein ganz sauberes, ordentliches Navigationsmenü, dass man sich sofort alles übersichtlich sofort auf das, was man gerade braucht, Zugriff hat, ohne dass man über das Webinterface irgendwie lange rumbrausen muss auf der Webseite als Kunde, um irgendwelche Einstellungen zu machen, weil es ist ja wirklich nur eine Einstellungsverwaltung. Das ist ja ein Webhosting-Paket und auch das SSL-Zertifikat, eine Domain ist inklusive, ein SSL-Zertifikat ist inklusive. Das ist auch wirklich einfach zum Einrichten. Schön wäre es, wenn man das eine Checkbox geben würde, immer auf SSL umleiten und bei einer Domain immer auf www. Umleiten. Und das wären noch so die zwei Geschichten, die noch fehlen und vielleicht noch Custom Error Pages unter Domain, pro Domain, dass man da einfach in dem Menü hier eine URL eingeben kann für eine Error Page. Da muss man nicht noch eine extra eine HTAccess-Datei hochladen. Aber ansonsten, E-Mail-Accounts habe ich getestet, einrichten auf iPad, iPhone, MacBook. Das Interessante ist, glaube ich, das ist ja dieses Inbox-Spielchen. Also ich habe das wirklich auch schon wieder. Ich weiß nicht, was Apple macht. Nach jedem Security-Update hat man diesen alten Krempel wieder da drin. Jetzt habe ich wieder so ein S-Ionos, SMTP-Geschichten da in meinem. Hört auch nicht auf. Also die machen, da ist Inbox Path. Prefix steht da automatisch als Inbox, wenn man es einrichtet. Ergibt auch kein Mailbox-Chaos im Apple Mail Client. Es hat also wirklich einrichten funktioniert. Man hat nicht die Ordner doppelt und dreifach. Man kann die von seinem lokalen Backup dann wieder auf den IMAP-Server schieben. Das hat auch funktioniert. Gleich beim ersten Mal. Ich habe das durchgetestet von vorne bis hinten auf iPhone, iPad, MacBook. Hat funktioniert. Was auch funktioniert, ist jetzt meine Xerox-Maschine mit SFTP und die E-Mail, Scan-to-E-Mail, funktioniert auch mit Domain Factory. Also ich will jetzt hier nicht Werbung machen. Ich sage jetzt nur, werde nicht bezahlt oder gesponsert von der Firma. Ich sag's nur, was ich davon halte, was ich erfahren habe, als ich das bestellt habe, konfiguriert habe. Und ich kann es also empfehlen. Also das scheint ein Team zu sein, die wissen, was sie tun. Ne? Also es gibt ja viele, die in dem Bereich, die wissen nicht so richtig, was sie tun und testen ihre eigenen Bestellabläufe und ihre eigene IT-Backend-Technik selber nicht so richtig durch. Also ich habe es jetzt getestet mit Web-Editoren, E-Mail-Clients, FTP, SFTP-Clients, eine Xerox-Kopiermaschine, die SFTP und eine SMTP-Funktion benötigt, MacBook durchgecheckt von vorne bis hinten, iPad durchgecheckt von vorne bis hinten, iPhone durchgecheckt von vorne bis hinten.
was insbesondere was die E-Mail-Verwaltung anbelangt und die IMAP-Server und Sync-Funktionen von Notes. Manchmal dauert es ein bisschen, bis die Notes dann irgendwie von einem Account zum anderen geschoben werden, beziehungsweise auf den unterschiedlichen Devices richtig angezeigt werden, mit der Push-Funktion. Aber sonst habe ich jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich habe eher im Vergleich zu vielen anderen eher gute Erfahrungen gemacht, ne? Also ist eine Firma, kann man empfehlen, ne? Also ich, wie gesagt, ich gehe jetzt nur von dem technischen Aspekt aus, wie das alles funktioniert hat und vonstatten gegangen ist und die E-Mails, die man erhält und wenn man ein SSL-Zertifikat bestellt und einen FTP-Account einrichtet und einen E-Mail-Account einrichtet und seine Webhosting-Webdesigns hochlädt. Und das kann ich jetzt nur sagen, aus dem Aspekt, wie ich das jetzt getestet, durchgetestet habe, von vorne bis hinten. Jetzt, glaube ich, das ist jetzt der dritte Monat mit unterschiedlichen Geräten, unterschiedlichen Endgeräten. Und das macht mir soweit einen guten Eindruck, ne? Also ist jetzt nur so ein kleiner Tipp.